Die IG Metall erklärt. Bessere Renten, gerecht finanziert. Wenn Marina an ihre Rente denkt, bekommt sie schlechte Laune. Marina ist 36 und mit 3000 Euro im Monat Durchschnittsverdienerin. Sie soll bis 67 arbeiten oder sogar noch länger. Und dann bekommt sie eine Rente, von der sie nicht gut leben kann. Durch sogenannte Rentenreformen sinkt die Leistung der gesetzlichen Rente immer weiter. Die Altersversorgung wird immer wackeliger. Das muss sich ändern. Was Marina besonders auf die Palme bringt: die Rentenreformen wurden angeblich alle ihr zuliebe gemacht. Dabei werden nur die Arbeitgeber vor steigenden Kosten geschützt. Während ihre Gewinne steigen, sollen die Beschäftigten die Löcher in der Altersvorsorge alleine stopfen. Marina muss mindestens 6% ihres Einkommens in riskante Privatversicherungen stecken, um das sinkende Rentenniveau auszugleichen. Gerecht wäre, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich alle Kosten für die Alterssicherung teilen würden. 50-50. Moderat höhere Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung würden für Marina eine Entlastung bedeuten und zugleich die Rente verlässlich machen. Das ist Marinas Mutter. Sie hat sich lange um die Kinder gekümmert und deshalb einige Jahre nicht gearbeitet. Für diese Zeit der Erziehungsarbeit wird sie Mütterrente bekommen. Das ist gerecht. Schließlich profitiert die ganze Gesellschaft davon, dass es Menschen wie Marinas Mutter gibt. Logisch wäre deshalb, die Mütterrente mit Steuermitteln zu bezahlen und nicht aus der Rentenkasse. Dasselbe gilt für andere Leistungen, für die keine Rentenbeiträge gezahlt wurden. Das ist Marinas Vater. Er wird 2025 in Rente gehen, so wie viele aus der Babyboomer-Generation. Mehr Rentner bedeuten höhere Kosten. Obwohl das heute schon klar ist, darf die Rentenversicherung kaum Rücklagen bilden. Das sollte sie aber. Und jetzt Marinas Cousin. Er hat gerade angefangen, selbstständig als Apotheker zu arbeiten. Er verdient gut, zahlt aber keinen Cent in die Rentenkasse. Genau wie andere Freiberufler, Selbstständige, Beamte und Politiker. Sie alle sind bei der Rentenversicherung außen vor. Würden alle Neueinsteiger aus diesen Berufen solidarisch mitbezahlen, wäre die Rentenkasse für Jahrzehnte gestärkt. So geht gerechte Rente. Die Rentenversicherung für alle Erwerbstätigen. Die Demografie-Reserve. Die gerechte Finanzierung von Mütterrente und ähnlichen Leistungen. Der 50-50-Anteil von Arbeitgebern und Arbeitnehmern für die Altersvorsorge. Herauskommt eine solidarische Rente, die für ein gutes Leben reicht. Dann muss sich Marina endlich nicht mehr aufregen, wenn sie an ihre Rente denkt. Mehr Rente, mehr Zukunft.